Das Nürnberger Rathaus steht Kopf, denn nach Tara Reid hat sich ein weiterer Hollywood-Star in Nürnberg angekündigt. Und man munkelt sogar ein bisschen, derjenige würde mit seiner Familie bald nach Nürnberg ziehen. Mit Schuhgröße 55 und zielstrebigem Schritt steuert Zeichentrickheld Homer Simpson auf das Nürnberger Rathaus zu. Seit 20 Jahren hat er seine eigene Fernsehserie in den USA. Jetzt scheint es, als würde er sein geliebtes Springfield verlassen wollen und nach Nürnberg ziehen. FrankenTV deckt auf, klare Anzeichen für den Umzug. Homer Simpson pflegt eine innige Freundschaft mit Bürgermeister Horst Förter. Die Freundschaft geht sogar so weit, dass Homer sich in das Gästebuch der Stadt eintragen darf. Kennengelernt haben sich die beiden, als der Nürnberger Bürgermeister eine Komparsenrolle in der Zeichentrickserie Die Simpsons absolvierte. Jetzt will er seinen gelben Busenkumpel zu sich nach Franken holen. Ich glaube, temporär, ne? Möchte er schon, also für die eine Woche, ne, wo Spielwarenmesse ist, wollte er schon da sein. Aber ich weiß nicht, wie es mit seiner Familie so ausschaut. Die Frau ja, glaube ich, ne? Hat er an sich ja schon längst verabschiedet, also wie das aussieht. Verlässt Homer etwa die ganze Familie und zieht allein nach Franken? Naja, vielleicht bleiben dann mehr Bratwürste für ihn. Ein Simpson an sich handelt meist nicht mit großem Verstand, sondern triebgesteuert. Bier spielt dabei eine große Rolle. So lässt sich Homer auch vom fränkischen Bier magisch anziehen. Auch die Bratwurst hat es ihm bereits angetan. Moe's Bar könnte bald Geschichte sein, denn im Bratwurströslein checkte er gestern seine neue Stammlocation und den ansässigen Chefwirt aus. Der würde sich über seinen neuen Stammgast freuen. Wir würden dann ihn natürlich versuchen zu erziehen und ihn einheimisch zu machen, dass er auch die Bratwurst lieben lernt, aber ich glaube, das kriegen wir schon hin. Sicher. In Nürnberg hat Homer Simpson bereits seinen neuen Männerstammtisch gefunden. Sein fränkischer Fanclub hat lange auf ein Zusammentreffen gewartet. Sollte der gelbe Star nach Nürnberg kommen, wird man ihn mit offenen Armen empfangen. Das finde ich natürlich großartig. Jeder braucht mal einen Tapetenwechsel, ne? Also kann der Homer mit seiner Familie ruhig nach Nürnberg ziehen. Ein weiteres Gerücht besagt, Homer Simpson könnte der Liebe wegen nach Nürnberg kommen. Denn seit gestern sagt man ihm auch eine Affäre mit einer Franken-TV-Reporterin nach. Tja, sorry Marge. Hier in Franken scheint es, als könnte er seine Affäre unerkannt fortsetzen. Wie heißt der? Homer Simpson. Homer Simpson? Ich kenne ihn nicht. Der Homer Simpson. Ach, der Homer Simpson. Ich kenne ihn gar nicht. Dennoch, die Franken könnten bald einen gelben Nachbarn bekommen. Bisher konnten jedoch keine handfesten Beweise geliefert werden. Ja, blöderweise fehlt sogar der Funke Wahrheit an dieser Story.